Willkommen zum 6. ERC Videojournal. Heute mit einem Bericht über die österreichische Kampagne Plattform Volksabstimmung. Stadiongasse, Parlament, umsteigen zur Linie E. Umsteigen auf direkte Demokratie fordert unter anderem die Plattform Volksabstimmung, ein breites Bündnis von rund 60 österreichischen Bürgerinitiativen, die sich für ein Referendum zum Lissabon-Vertrag einsetzen. Also ich schätze die Stimmung circa so ein, dass 70% der österreichischen Bevölkerung eine Volksabstimmung möchte. Und dass 70% dafür sind, dass die demokratischen Rechte gewahrt bleiben. Und es stellt sich natürlich die Frage, warum fürchten die Regierenden bei einem derartig deutlichen Votum der Menschen für eine Volksabstimmung derartig ein Plebiszit? Und unsere Auffassung ist, dass eine Volksabstimmung natürlich damit verbunden wäre, dass auch über den Vertrag informiert werden müsste, und nichts fürchten sie offensichtlich mehr als wie diese Information. Wie die Bürger in allen anderen EU-Staaten dürfen auch die Österreicher nicht über den Lissabon-Vertrag abstimmen. Kurz vor der Verabschiedung des Vertrags im Parlament rief die Plattform Volksabstimmung zur Demo auf und zur Bildung einer Menschenkette um das Parlament. Tausende folgten dem Aufruf. Österreichern und Österreicherinnen geht es natürlich ganz vehement um die Neutralität und die Erhaltung der Neutralität, die durch diesen Vertrag bzw. natürlich auch schon vorher in Kontinuität ausgehebelt wurde und wird und jetzt eben festgeschrieben wird, eine Militarisierung, in die Österreich einbezogen wird. Also bei uns wird eine Volksabstimmung mit dem Argument verweigert, wenn wir abstimmen würden, dann würden wir allen anderen unseren Willen aufzwingen. Und das setzt aber voraus, dass alle anderen mit Ja stimmen würden. Und das kann man nur herausfinden, indem man sie abstimmen lässt. Vor dem Artikel 44 der Bundesverfassung ist ja geregelt, wenn es zu einer grundlegenden Änderung der Bundesverfassung kommt, so hat hierüber zwingend eine Volksabstimmung durchgeführt zu werden. Und es gibt nennenswerte Rechtsexperten, die begründen, dass dieser vorliegende Reformvertrag zu einer Gesamtänderung der Bundesverfassung führt. Bitte unterstützt uns bei der Bildung der Menschenkette rund um das Parlament. Die Damen und Herren in diesem Haus sollen sehen, sie haben wohl die Abstimmungsmaschinerie in ihrer Hand, aber nicht unsere Herzen und nicht unsere Hirne. Einer der Hauptgründe für ein Referendum ist die undemokratische Entstehungsgeschichte des Lissabon-Vertrags, aber auch die Tatsache, dass er die EU nicht wesentlich demokratischer macht, ihr aber immer mehr Macht zubilligt, ist bedenklich. Auch durch die sehr groß gepriesenen Verbesserungen der Demokratie erreichen wir auf der EU-Ebene noch lange nicht das Niveau an Demokratie, was wir in den Mitgliedstaaten vorfinden. Und das ist eigentlich inakzeptabel. Und das würde ein vernünftiger Souverän wahrscheinlich auch in den meisten Ländern ablehnen, weil wenn ich Souveränitätsrechte abgebe an eine höhere Ebene, gemäß dem Subsidiaritätsprinzip, dann möchte ich auf der höheren Ebene ein mindestens gleich hohes Ausmaß an Demokratie wie auf der Ebene, an dem ich mein Mitbestimmungsrecht delegiere. Und das ist nicht der Fall. Eben habe ich gehört, die Menschenkette rund ums Parlament wurde bereits geschlossen. Die französische Attac-Präsidentin Aurélie Trouvé erinnerte an die Ablehnung der EU-Verfassung in Frankreich und Holland. Alle Gründer der Ablehnung in 2005 bleiben. Und das wir können auch nicht akzeptieren. Wir sagen in Frankreich, wir sagen in Niederlande, wir sagen in ganz Europa, was das Volk abgelehnt hat, kann nur das Volk akzeptieren. Und die Antwort der Regierungen auf diese Willenskundgebung von relevanten Souveränen, ist das jetzt gar nicht mehr gefragt werden, Souveräne. Das ist ein gewaltiger Rückschlag für die Demokratie in Europa. Das heißt, dass jetzt trotz dieser bewussten Verletzung demokratischer Grundrechte, trotz dieser bewussten Ignoranz der Souveräne, der Lissabon-Vertrag ausgerechnet mit dem Argument der besseren Demokratie und der größeren Bürgernähe verkauft wird, ist eigentlich nur noch ein Hohn. Danke.
Business as usual, diesen Eindruck wollen die politischen Eliten vermitteln. Ungeachtet zunehmender Proteste aus allen politischen Lagern wurde der Vertrag inzwischen von Nationalrat und Bundesrat verabschiedet. Der wahre Grund, warum sie ein Referendum auf jeden Fall verhindern wollen, liegt vielleicht in einer Umfrage, die kürzlich ergab, dass eine Mehrheit der befragten Österreicher diesen Lissabon-Vertrag ablehnen würde. Bleibt für viele Demokratiefreunde nur noch die Hoffnung auf ein Nein in Irland. Die Iren dürften als einziger EU-Staat über den Lissabon-Vertrag abstimmen, voraussichtlich am 12. Juni 2008. Also eine Mehrheit der Menschen in Österreich, da bin ich mir sicher, würde sich auch freuen, wenn diese Abstimmung mit Nein ausgehen würde, weil dann auch die Chancen dafür steigen, dass auch in Österreich das wieder zu einem politischen Thema wird, zu einer Diskussion wird und mitunter die Menschen die Möglichkeit haben, über ihre Zukunft im Rahmen der Europäischen Union selbst mitzubestimmen. Ich hoffe, diese Ausgabe des ERC-Videojournals hat Ihnen gefallen und freue mich darauf, Sie beim nächsten Mal wiederzusehen. Bye bye!